Klimakrise, die Heizkosten schießen in die Höhe, was haben wir nicht alles gehört? Und egal, wie man diese ganze Geschichte betrachtet, Dämmung kommt einem da immer wieder in den Sinn. Reduktion des CO2-Ausstoßes von Gebäuden, die allgemeine Behaglichkeit in den Räumen oder auch die Wertsteigerung der Immobilie. Und wie ihr dieses Thema zusammen mit Multipor richtig angeht, zeige ich euch heute. Und da ich weiß, wie viele Macher hier auf dem Kanal unterwegs sind, weiß ich natürlich auch, wie euch die Verarbeitung interessiert. Und auch wenn man wie ich vom Fach kommt, ist doch immer wieder cool, gerade von anderen Leuten, anderen Meistern aus dem Gewerk zu sehen, wie das Ganze gemacht wird. Das Material ist hier der Multipor Leichmörtel, wie ihr hier seht, mit der Zahntraufel aufgetragen. 12 mm Zahnung und wirklich ganz, ganz wichtig, keine Batzenmethode. Sondern unser Ziel ist hier wirklich eine vollflächige Verklebung. Und wie ihr hier seht, natürlich habe ich da auch nochmal selbst Hand angelegt. Ist dann doch immer nochmal ein bisschen was anderes. Man kommt einfach Lust. Als alter Gipsanstuckateur muss man einfach selber machen. Vielleicht wird sich der ein oder andere jetzt auch fragen, okay, Multipor-Dämmung, aber was steckt jetzt genau dahinter? Multipor ist ein ökologischer und nachhaltiger Dämmstoff aus rein mineralischen Rohstoffen. Also keinerlei Schadstoffe, die er ausstößt und dementsprechend auch zertifiziert ist. Und noch eine Angst, die vielleicht der ein oder andere hat, kann ich euch natürlich nehmen. Er ist absolut nicht brennbar und faserfrei. Also wirklich sehr, sehr gut für uns Verarbeiter, aber wir wollen ja nicht so egoistisch sein. Natürlich auch sehr gut für die Umwelt und natürlich auch für die Bewohner. Und jetzt auch so bei den nächsten Schritten, die ich euch natürlich zeige von der Verarbeitung, werdet ihr sehen, ja doch, wie einfach das Ganze ist. Und zwar wird die Platte jetzt beim Verkleben eingeschwommen. Ja, eingeschwommen denkt ihr euch jetzt vielleicht, was erzählt der Felix da jetzt? Wir nehmen die Platte im Abstand von ungefähr 2 cm zur Ecke oder zur vorherigen Platte und drücken sie an die Wand. Und da wir die Platte ja jetzt einschwimmen, verwischen unsere Mörtelstege dann zu einer vollflächigen Verklebung. Und wie ihr wisst, versuche ich euch da auch immer die Fragen vorher schon ein bisschen zu beantworten, aber könnt natürlich auch immer gerne in den Kommentaren nachfragen. Und zwar für welche Anwendungsbereiche bietet Multipor eigentlich die passenden Lösungen? Innendämmung, Außendämmung, Deckendämmung, Dachdämmung, für die Sanierung feuchter, salzbelasteter Wände und natürlich noch vieles mehr. Seht Leute, hier ist noch. So ein bisschen rumzeigen. Eigentlich zu tun, sehr, sehr cool. Baustellen auch immer so ein bisschen ja, zu betrachten, andere Baustellen zu sehen. Es ist also abgeht, wie andere Leute auch arbeiten. Auch immer sehr, sehr wichtig, was man da auch sieht. Man kann immer was lernen. Sollte, finde ich, nicht so eitel sein, immer sagen, okay, das und das, das und das. Sondern hier so bei anderen Baustellen ist doch immer sehr interessant und lernt man doch einiges. So, und jetzt natürlich zurück zur Verarbeitung. Versatzstellen könnt ihr circa 30 Minuten nach dem Verkleben ganz einfach beischleifen. Und ja, sorry, wenn hier immer wieder Bilder zwischen rein in die Verarbeitung kommen, aber das Projekt fand ich wirklich sehr, sehr cool. Nähe Heidelberg, da geht das Handwerkerherz auf jeden Fall auf. Natürlich war ich auch nicht alleine auf der Baustelle, zum Beispiel die Real Life Guys waren auch dabei. Wirklich sehr, sehr cool, solche Leute auch mal kennenzulernen. Können wir auch mal sagen, ob ihr vielleicht schon Erfahrung habt? Wenn ihr das Ganze schon so gemacht habt, verarbeitet habt, eure Meinung würde mich auch mal interessieren. Die häufigsten Fehler, die so in der Anwendung gemacht werden? Die häufigsten Fehler sind, wurde nicht vollflächig zu verkleben. Die Zahnung muss, die Zahnbauch muss relativ schnell gehalten werden, dass wohl die Zahnung relativ hoch steht. Ganz wichtig ist, dass die Platte sauber eingeschwemmt wird. Deswegen drücken wir die quasi an und schieben die quasi nochmal an. Somit haben wir auch vollflächige Verklebung. Man sieht es im Grunde eher hier danach, dass sie dann eigentlich schön vollflächig. Wenn ich jetzt hier einen Mörtel habe oder so, wo übersteht, den mache ich absolut kurz weg. So, und jetzt bevor wir jetzt die Armierungsschicht auftragen, das Ganze natürlich hier noch den Schleifstaub abfegen, bevor wir dann gleich den Mörtel mit einer 12 mm Zahntraufel 5 mm dick auftragen.
Dann natürlich die Armierungsgewebebahn 10 cm überlappend auflegen und andrücken. Und natürlich auch ganz wichtig, bleibt dann hier im System beim Multipore, dass ihr dort wirklich überall immer den perfekten Schritt machen könnt. So, mit leichtem Druck wird dann etwa 2 mm das Gewebe eingebettet. Das Ganze könnt ihr dann mit der Traufel schön glatt ziehen und anschließend natürlich euren Oberputz auftragen. Habt natürlich viele Möglichkeiten, um euch vielleicht mal eine zu nennen. Multipore Finish, GP820, ein Kalkfeinputz, falls ihr in die Richtung gehen wollt. Ihr seht also, da gibt es noch einige Schritte, einige Möglichkeiten, was man nach so machen kann. Ist natürlich vollkommen euch überlassen, wie ihr das Ganze gestalten wollt. Ob es jetzt ein Wohnzimmer ist, im Keller, wo auch immer. Ich denke, dass das doch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man da auch Optionen hat, wie man sich dann gestalterisch auch ausleben kann. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen. Jetzt gibt es noch ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es eine Innendämmung durch Multipore. Das Gewinnspiel ist für gemeinnützige Vereine und Organisationen. Also falls ihr jemanden habt oder selber im Fußballverein vielleicht spielt oder was auch immer, gebt dort den Verantwortlichen Bescheid. Sagt, hey, Multipore hat wirklich was sehr, sehr Cooles. Wäre doch mal wirklich cool, bei uns zum Beispiel im Vereinsheim unbedingt mitmachen. Ich habe euch natürlich auch nochmal alle Informationen hier drunter gepackt. Video, Teilnahmebedingungen und so weiter. Sagt unbedingt den Verantwortlichen Bescheid. Und dann wünsche ich dem Verein oder die mitmachen, auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Also unbedingt jetzt demride.de abchecken.